Der nächste Notruf erreicht Stefan Sindera und Peter Rothmeier auf Streife durch Köln-Wahn. Eine 30-Jährige ist in größter Sorge, dass ihr herzkranker Bruder in Gefahr ist. Mein Bruder ist da drin und ich müsste da rein. Ich habe Sie gerufen. Sie haben uns angerufen? Ja. Gut. Das ist die Wohnung Ihres Bruders. Genau, ja. Warum ist denn da ein Notfall? Also, ich bin spontan vorbeigekommen, aber ja. Um die Uhrzeit ist mein Bruder eigentlich immer zu Hause. Ich habe versucht anzurufen, er ist nicht rangegangen, das ist auch total untypisch. Und dann habe ich auch noch ein Geräusch von drinnen gehört. Also er muss drin sein und das Problem ist, oder ja, warum ich mir so Sorgen mache, er hat einen koronalen Herzfehler. Dass die Frau Wegener hier in dieser Situation die Polizei gerufen hat, ist absolut richtig. Ja? Sie geht ja von einer Gefahrensituation für ihren Bruder aus, berechtigterweise. Sie sagt, der ist herzkrank, der meldet sich nicht, sie kann ihn nicht erreichen. Sie hört aber auch Geräusche aus der Wohnung und ihr wird nicht geöffnet. Dementsprechend bleibt ihr gar nichts anderes übrig, als entweder die Polizei oder die Feuerwehr zu benachrichtigen. Während die Melderin beim Vermieter klingelt, um einen Zweitschlüssel zur Wohnung zu organisieren, versuchen die Beamten, den IT-Experten zum Öffnen der Tür zu bewegen. Hallo, hier ist die Polizei. Machen Sie mal bitte die Tür auf. Hallo? Da ist doch jemand von innen. Ja, ich höre ja. Was ist das? Machen Sie doch mal die Tür auf! Hab ich auch schon geklingelt. Ja. Hallo. Schönen guten Tag. Sindera, mein Name. Ja, wir haben ja das Problem, dass hier offenbar ein herzkranker Mensch wohnt und da kommen Geräusche raus. Wir machen uns jetzt Sorgen. Ja. Also, wir würden da jetzt gerne reingehen, ne? Ja, ich hätte hier einen Schlüssel. Probieren Sie mal. Da hätte ich gleich drauf kommen müssen. Ich weiß es nicht. Welcher ist das? Der blaue oder der? Ja, der blaue ist das. Den kriege ich nicht ganz rein. Vielleicht steckt von innen noch ein Schlüssel, kann das sein? Wenn von innen ein Schlüssel steckt, geht natürlich die Tür nicht auf. Ist das bei den Schlüsseln hier so? Ja. Jetzt probiere ich nochmal, man kann sie auch noch mal tun. Haben Sie heute mitbekommen, dass der Herr Wegener Besuch bekommen hat? Nee, habe ich nicht. Also ich habe nur mal irgendwie so Geräusche gehört oder sowas alles, aber schon hier oben drüber, so leichtes Schreien oder Hilfeschrei. Aber hätte ja sein können, wenn er da Fernsehen guckt oder sowas. Ja, konnte ich jetzt nicht so richtig definieren, ob das ein Hilfeschrei war. Ja. Weil dazu hat er auch schon mal Fernsehen so, dann ist er natürlich sehr hellhörig hier. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, in die Wohnung zu gelangen? Gibt es irgendwie noch einen Hintereingang oder so? Ja, man kann hier ums Haus gehen. Dann lassen wir uns das doch mal fix tun. Wir gucken jetzt mal den Wenn das nicht funktioniert, würden wir hier die Tür einbrechen. Ja gut, dann ist es. Ich halte noch mal kurz den Schlüssel bei mir. Alles klar. Wir gehen ihn gleich wieder. In Köln-Wahn versuchen die Beamten über den Hintereingang in die Wohnung des herzkranken IT-Spezialisten zu gelangen. Dabei kommt es zu einer kuriosen Begegnung. Da hängen noch Fingernägel oder was ist das? Wer ist da denn? Da ist aber noch eine Person. Ja, hallo? Ja, Sie sind bei mir. Wo kommen Sie denn her? Das geht Sie doch gar nichts an. Warten Sie mal. Sie sind des Lesens mächtig. Das ist die Frau Sander, die kommt von hier vom Nachbarhaus, ist das. Was machen Sie denn hier? Nichts. Wir wohnen doch da drüben. Ja und? Was machen Sie hier bei dem Herrn Wegener? Darf ich hier nicht zu Besuch sein? Das ist aber schon ein bisschen komisch. Was das hier natürlich, also pass auf, ich will dem Ganzen nicht vorgreifen. Ja. Aber wenn das laute Geräusche waren, dann könnte das natürlich auch von dem TTT. Ne? Genau. Mit dem Herrn Wegener. Was? Das glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Wieso nicht? Mein Bruder steht eher auf Männer oder steht auf Männer und nicht auf Frauen. Okay, die Schwester sagte uns, dass sie das nicht für möglich hält, dass er da mit einem Mädel ins Bett steigt, all die, weil der Bruder schwul wäre. Da sich die junge Dame wenig gesprächsbereit zeigt, fordern die Beamten sie auf, zu warten, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Jetzt drängt die Zeit. Stehen Sie uns nicht im Weg, aber stellen Sie sich da vorne hin. Die Tür ist hier offen. Das sie vielleicht am besten. Die Tür ist hier offen. Hey, hier. Na, legen Sie erst mal das Nudelholz weg. Das ist ein Privatgrundstück. Sie legen jetzt bitte sofort das Nudelholz weg, sonst helfe ich Ihnen dabei. Und das wollen Sie nicht. Einbrecher. Ja, genau, so sehen Einbrecher aus. Das war mein Bruder. Dann ist das nicht alles gut. Herr Wegener! Wer ist da? Die Polizei ist da. Herr Wegener? Tim? Ja? Kann ich rauskommen? Kommen Sie bitte raus und schließen Sie die Tür auf. Können Sie reinkommen? Das können wir auch so machen. Wenn Sie mir was Ihrem Vertrauen erzählen wollen, bin ich dazu gerne bereit. Sind Sie allein? Mein Kollege Sindera und ich. Sind ich bin hier. Auch da. Und Ihre Schwester ist auch da. Sind die beiden Irren noch da? Lassen Sie mich doch mal bitte rein. Dann können wir mal von Mann zu Mann reden hier. Ja, okay. Lassen Sie mich mal rein. So. Boah. Ich bin so froh, dass Sie da sind, Alter.
Worum geht's denn jetzt hier eigentlich? Können Sie mich mal aufklären? Wir machen uns alle Sorgen um Sie. Ja, die verrückten Weiber, ey. Die wollen mich so schündig gerade. Was ist denn mit diesen verrückten Weibern? Erzählen Sie mir das doch mal. Ja, die waren dann hier und eigentlich haben die mich nur bekocht und alles war gut und dann sind die mir mit einem Becher hinterher gerannt und keine Ahnung, ich hab eine mega Riesenlatte und weiß auch gar nicht warum, Alter. Diese mega Riesenerektion ist auch nicht zu übersehen. Ja. Wie kommt es denn dazu? Jetzt hat mir... Kann ich Ihnen nicht erklären, die haben mir was ins Getränk reingemacht, 100 pro. Ich bin gar nicht geil, es ist so unangenehm gerade. So wie Ihre... Beruhigen Sie sich doch mal. Ich bin ja ein Mann von Verständnis. So wie Ihre... Ja, Sie haben gut reden. Stimmt, habe ich. So wie Ihre Schwester gerade sagte, wäre das sowieso nicht möglich, mit den beiden Damen für Sie ins Bett zu steigen, weil Sie eh schwul sind. Ja, richtig, ich bin schwul, richtig. Ja, so. Das heißt, ich fahre gar nicht auf die Art. Während die Beamten noch auf den Rettungswagen warten, damit der herzkranke IT-Spezialist nach dem Potenzmittelkonsum versorgt wird, fühlt Stefan Sendera den Nachbarinnen auf den Zahn. Ich habe ja gerade gehört, Sie sind fantastische Köchin, ne? Ja. Sie haben hier den jungen Herrn Wegener bekocht und sich um ihn gekümmert. Und jetzt frage ich mich nur, wie weit haben Sie sich um ihn gekümmert? Also ich glaube, er verdreht ein bisschen die Tatsachen, ne? Also wir sind hierher gekommen, wollten einen schönen Abend haben und er versucht, uns zu vergewaltigen. Ach. Mhm. Deswegen auch die Latte. Erklär sich doch von selbst. Da kann ich mal vorgreifen. Wenn jemand versucht, Sie zu vergewaltigen, dann stehen Sie nicht so gemalt da, wie gerade. Dann haben Sie irgendwelche Kampfspuren, dann hätten Sie sich nämlich gewehrt, oder? Ja, ich habe mich ja verteidigt wie dem Nudelholz. Wir haben es gerade noch so geschafft. Zum Glück sind Sie gekommen und haben es gerettet. Das kann gar nicht sein. Mein Bruder steht gar nicht auf Frauen. Das kann man immer sagen. Naja, das scheint schon mal einfacher. Das sagt sie nicht irgendwie als Schutzbehauptung, das hat sie uns nämlich vorher schon gesagt. So, des Weiteren ist es so, dass dieser Mann ja unter panischer Angst leidet und sich da eingesperrt hat. Also ich habe eher das Gefühl, genau. Der hat Angst vor Ihnen. Ne? Quatsch, der übertreibt, was sollen wir ihn schon antun? Wir sind zwei junge hübsche Mädels, wollen einen schönen Abend haben. Außerdem hat er eine absolute Dauererektion. Sagt er, weiß überhaupt gar nicht, wie die zustande kommt. Für mich steht hier auch noch ein Medikamentenmissbrauch im Raum. Deshalb würde ich gerne mal, und ich gucke da jetzt nicht hin, ich zeige da nur drauf, in die Tasche da gucken. Ich darf? Ich habe da nichts drin. Dann bekomme ich die mal. Dürfen Sie da überhaupt reingucken? Ohne Durchsuchungsbeschluss oder sowas? Wer soll mir das denn verbieten? Sie? Zum Beispiel, es ist ja meine Tasche. Hä? Es ist ja meine Tasche. Wir sind gerade in polizeilichen Ermittlungen, ja? Wir suchen jetzt Beweisstücke. So, und es geht darum, was der Kollege gerade gesagt hat, um Medikamentenmissbrauch. Heißt, irgendwo müssen wir die Medikamente ja finden. Jetzt sind Sie beide tatverdächtig und darum bin ich berechtigt, in die Taschen zu gucken. Haben Sie das soweit verstanden? Oder? Ja. Könnte ja auch entlastend sein, müsste ja nicht belastend sein. Woher sollen wir denn irgendwas bekommen? Also ist doch eine Unterstellung, echt. Dann seien Sie doch froh, wenn ich nichts finde. Hier ist jetzt nichts weiter drin, ein bisschen Geld, ein bisschen. Aber Kuchen. Ihm geht's wirklich gut. Also ich habe ihn ja jetzt noch gar nicht gesehen. Warum kommt er denn nicht? Ich habe ja mit ihm gerade gesprochen. Ihm ist die Situation komplett peinlich. Ja, er möchte jetzt nicht hier in Slip und Erektion vor uns allen hier stehen. Aber ihm geht's gut. Ihm geht's wunderbar, glauben Sie mir das. Und auch mit den Medikamenten ist nichts wegen seinem Herzen. Also ich mache mir immer noch haben wir ja keine Medikamente gefunden. Ja. Was mit Ihnen? Sie verstecken doch hinter... Ja, nee, die ist so klein, da passt doch nicht mal irgendwas rein. Ja, warum schleppen Sie die denn dann mit? Ja, mein Handy. Da passt nichts rein. Passt. Sie werden nichts finden. Ich werde nichts finden. Das sind Kopfschmerztabletten. Sag mal. Ich hatte ja auch gerade Kopfschmerzen. Ja. Wir haben unsere Tage. Viagol, 50 Milligramm. Ich kenne Viagol. Also wenn ich Kopfschmerzen habe, ja, gute Frage, ne? Viagol benutze ich jetzt nicht bei Kopfschmerzen, ne? Ich habe mich vielleicht vertan zu Hause, vielleicht irgendwie... Nein, Sie haben in die falsche Tasche gegriffen. Ja, dann natürlich ganz schlecht, ne? Sie verstehen sich auch ständig mit der Geschichte, die Sie uns erzählen. Merken Sie das? Jetzt gebe ich Ihnen noch mal die Möglichkeit, den Gegenbeweis anzutreten, dass Ihr Gehirn nicht nur voller Hirse steckt. Also von daher würde ich gerne wissen, was hier tatsächlich stattgefunden hat. Also Sie haben ja hier so viel, also wenn Sie die ganzen Tabletten, 6 Stück, ihm verabreicht haben, einem jungen Mann, der offenbar Herzprobleme hat, und ich weiß nicht, inwieweit Sie irgendwie medizinische Vorahnungen haben. Und die gehen aufs Herz, ne? Die gehen aufs Herz. Schon bei einer hast du leicht das Herzrasen. Okay. 6 Stück davon, damit können Sie eine ganze Armee wahrscheinlich flachlegen. Wir wollten einfach einen schönen Abend haben. Wir haben uns nichts dabei gedacht. Und er lebt ja noch. Ja. Ja, aber was haben Sie sich denn dabei gedacht? Das kann doch nicht sein. Ja, wir wussten nicht, dass er sich so dumm anstellt. Nicht viel. Ich meine, wenn sich einer hier dumm angestellt hat, sind das Sie beide. Da kann ich Ihnen aber flüstern. Was war denn der Plan? Also ich verstehe das nicht. Verstehe ich auch nicht. Sie sehen doch nicht so aus, als ob Sie nie einen Mann abkriegen würden. Es ist komplizierter. Wir wollten einfach nur ein bisschen
Sperma haben von ihm. Er sieht gut aus, er hat gute Gene, er ist gesund. Er ist doch keine Melkmaschine. Ja, wir dachten, wir machen einen schönen Abend. Win-win-Situation, er hat seinen Spaß, wir haben Sperma. Aber was wollten Sie denn mit dem Sperma? Sind Sie da Fetischisten oder was? Nein. Fetischistinnen? Wir versuchen, schwanger zu werden mit meiner Freundin zusammen. Genau, wir beide wollten gleichzeitig Sie sind ein lesbisches Paar? Nein. Oder? Nein. Nur Samenbank ist zu teuer, das kann sich doch kein Mensch leisten. Und wie wär's mit einem vernünftigen Partner? Ja, gibt's nicht. Ist schwierig zu finden. Sie wollen ja nur das Sperma. Also Sie wollen ja nur einen Samenraub betreiben. Ja. Steht Samenraum, ja. Samenraub im Strafgesetzbuch? Ich weiß es nicht. Jo. Da habe ich noch nie nachgeschlagen. So, das heißt, Sie wollten an diesen Samen rankommen. Warum haben Sie denn nicht vernünftig mit ihm geredet? Warum wollten Sie das denn zwangsweise durchsetzen? Haben wir Alter, ihr zwei Vogelscheuchen, ihr begreift es nicht, ne? Vogelscheuchen, bitte? Alter, ich stehe auf Typen, da könnt ihr noch so kurze Sachen anziehen. Ja, hättest du einfach einen Becher gewichst und gut wärst. Ja, super, also, genau, richtig. Wie wollt ihr mich melken oder was? Ja, und nicht auf die Schwulen, woher sollen wir das denn wissen? Damit mit welchem Niveau müssen wir uns hier rumschlagen, okay, Stefan? Ich weiß super, es nicht. Ich suche hier gerade nach Ausweispapieren. Ja, wenn Sie nicht dabei. Ja, wissen Sie was? Wenn Sie die nicht dabei haben, werden wir Ihre Identität auf der Wache feststellen, ganz einfach. Warum? Wie bitte? Ich wiederhole es nochmal so ganz langsam, auch für Sie, damit Sie das verstehen. Haben Sie keinen Ausweis dabei, ist die Polizei berechtigt, Sie mit zur Wache zu nehmen und dort eine Identitätsfeststellung durchzuführen. Wir können Ihnen das ja sagen, wie wir heißen. Sie müssen am besten eine Zwangsjacke mit. Sie können mir viel erzählen. Die beiden Frauen haben ja absolut rücksichtslos gehandelt, ja. Gefährlich an der ganzen Geschichte war natürlich, dass der Herr Wegener einen Herzfehler hat. Und bei Einnahme von Viagra und Sildenafil zum Beispiel, das geht sofort aufs Herz. Die Herzfrequenz wird erhöht und damit wird es auch sehr gefährlich für denjenigen, der dieses Medikament einnimmt. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass die ungewollt eingenommenen Potenzmittel glücklicherweise keinen bleibenden Schaden beim IT-Spezialisten hinterlassen haben.